Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Und ja, ich bin mal shoppen gewesen. Und zwar habe ich hier mal zwei weitere Wagen hier gekauft. Mit BLR der Nummer 3 und BLR Nummer 2 mit unterschiedlichen Farben. Und ja, das war eigentlich die Nummer 1, aber die kann ich leider nicht beschriften. Denn ja, ich war außerhalb der Kamera mal, also beziehungsweise außerhalb der Aufnahme, mal ein bisschen fleißig und habe ein bisschen was gebastelt. Und ja, der Weg zum Sägeberg, der ist jetzt fertig. Vorerst zumindest. Ich weiß noch nicht, ob das so bleibt, wie es jetzt ist. Aber ich würde sagen, wir fahren da erstmal runter. Und eine Testfahrt habe ich schon gemacht. Und die drei Wagen, die machen mit der Lok, was sie wollen. Also bergauf, also hier drauf, beladen ist No-No. Und runter wird unsere Lok einfach gezogen. Die schafft es nicht. So, das Erste, was wir machen, ist Musik anmachen. So, Country-Musik. Und hier die Bremse lösen. Dachte ich, jetzt hätte ich irgendwo angezogen gehabt. Ah, da. So, dann düsen wir mal. Ich würde sagen, ja, wir schieben die erstmal raus und tun dann die Lok umsetzen. Oh, ne, ihr seht's. Ich bin voll drin. Wird nix. Habe ich noch irgendwo die Handbremse angezogen? Muss ja fast so sein. Null? Null? Hä? Jetzt roll mal. Okay, ja, dann halt nach hinten, wenn vorwärts nicht ist. Ne, komm, bleib drin. Und tschüss. Ah, ich freue mich schon so, wenn wir da nochmal andere Lokomotiven haben. Vor allem die kleine Satteldank-Lokomotive, die wird mich reizen. Sollte mal ein bisschen mehr Wumms haben. Wäre dann ideal für hier oben. Und dann nach unten beim Sägewerk. Also ich möchte dann, glaube ich, pro Station wie so kleine Rangierlokomotiven immer abstellen. Die dann quasi im Güterterminal hin und her rangieren. Und dann möchte ich wie so große Empfangs- bzw. Aufnahmegleise haben. Wo dann die großen Loks reinkommen. Hier, was dann die großen Distanzen fahren. So ungefähr die Idee. Und dann können wir hier mit kleineren Radien arbeiten. Das wird noch spannend. So, und jetzt schaut mal. Ich bin voll in der Bremse. Jetzt wird nicht langsamer. Aber Gott sei Dank ist die Strecke jetzt wesentlich sauberer als wie vorher. Ich mag das neue Spines-Update. Da werde ich langsam warm damit. Der eine oder andere kennt vielleicht noch das Video der Ultimative Guide für Railroads Online, Teil 1. Und davon wird es garantiert einen Teil 2 geben, weil das meiste aus dem ultimativen Guide ist natürlich jetzt hinfällig. Vor allem jetzt mit dem neuen Bausystem. Markus stimmt wohl noch drin, aber ich glaube, da ist doch mal Zeit für ein Refreshment. Ah, da warte ich noch ein bisschen, da der nächste Teil rauskommt. Das ist eine schöne Musik. Das ist jetzt Busted Rosine von Riverside Ramblers. Könnte eigentlich währenddessen mal Holz nachlegen. Da. Ja, ich muss sagen, es macht jetzt wieder richtig Spaß, mit Railroads Online wieder was zu basteln.
Also als ich dort die, ich glaube eine Stunde habe ich jetzt für den neuen Abschnitt braucht. Also für mich ein bisschen Basketop. Ah, das hat Spaß gemacht. Aber die ganzen Railroads Online-Feelings daher. So, also bezüglich Empfangsgleis oder Abnahmegleis. Das war zum Beispiel hier oben die zwei hier. Da, bis dahin kann man ja locker flockig mit den großen Loks hier rauffahren. Und dann stellt man halt hier die Wagen ab. Und kuppelt dann an. Ich glaube, die Betsy, die wird dann hier oben bleiben. So, da, bitte anhalten. Anhalten! Ah, vielleicht kriege ich Sinn, dass ich die Handbremsen hier ziehe. Oh, scheiße, komm, geh auf! Sehr gut. So, einmal abkuppeln hier. Ich glaube, ich mach's hier. Eigentlich können wir das hier komplett löschen. Der lässt mich eh nicht. Dafür hier rein. Und zurück. Hier, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich mal probieren. Kann ich jetzt stellen, obwohl was drauf ist? Schmeißt das dann weg? Es geht also noch. Und die Lok macht dann wieder witzige Sachen. Alles klar. So, liebe Porta, tut mir leid. Aber das wollte ich mal kurz testen. Möchtest du hier bitte spawnen? Ja. Und vielleicht andersrum. Andersrum. Ah, danke schön. So, da, Abfahrt nach vorne. So, und den können wir einfach mal aufschneiden. Da freut sich zwar nicht die Weiche, aber einfacher für uns. Ach, jetzt ist das wieder verschwunden. Dann kannst du jetzt mal langsam nach hinten. Ah, ein bisschen schneller geht noch. Das war jetzt vielleicht die Zentgrub. Aber ich hätte den Bremsregler loslassen sollen, damit er auch wirklich bremst. So. Einmal so. Und dann einmal die Handbremse lösen. Nice. Ja, und dann bereit zur Abfahrt. Ab zum Sägewerk. So, Bremsen lösen. Los geht's. Also hier runter werden wir jetzt eigentlich prima überhaupt nicht Gas geben, sondern eher bremsen, dass wir hier nicht so schnell werden. Jetzt mit den drei Wagen geht es ja noch, aber ich glaube mehr ist zu viel für die Kleine hier. Da glaube ich bräuchte ich dann hinten wirklich einen Bremser. Zum Beispiel mit dem Caboose. Oh, das hätte ich so gern hinten dran. So, 50%. Dann läuft es. Und jetzt, wo die Kurven alle so viel sauberer sind, glaube ich, werde ich auch wesentlich weniger eingleisen als wie bei der allerersten Map. Also bei der ersten Staffel so. Aber das ist nur eine Vermutung. Die richtig großen, schweren Sachen, die kommen noch. Das ist ja alles noch Babyzeugs hier.
So, und bis hierhin kennt ihr noch alles. Aber der Abschnitt ist jetzt neu. Und da geht's erstmal schnurstracks gerade. Und das war auch meine erste Baumethode. Ich bin da mit dem Gleis einfach mal nach vorne gegangen und habe dann mal geschaut, wo ich dann überhaupt hinkomme. Und anhand von dem habe ich das dann als Referenz genommen. Aber vermutlich wird es hier nochmal einen Abzweig nach links geben für die ganzen Bretter und so. So wie ich es jetzt gelöst habe, da kommt man, also ihr seht es dann gleich, bin noch nicht so ganz zufrieden. Aber ich glaube, hier werde ich auf alle Fälle mal so einen Abzweig machen. Ja, sieht echt schön aus. So, da haben wir dann schon die erste Brücke. Die gab es auch bei Staffel 1. Und ohne der Brücke geht es halt leider nicht. Weil sie hier einfach massiv nach unten geht und ich muss da drüber. Weil da hat es dann diesen Hügel und der ist mal im Weg. Aber zwischen der letzten Weiche und hier gibt es nicht ein einziges Mal eine Steigung. Das ist alles 0%. Das ist natürlich für so schwere Züge echt perfekt. Hier noch die alte Holzbrücke verwendet. Aber die neue kommt dann auch noch zum Einsatz. Und hier haben wir jetzt gerade zwei Weichen aufeinander. Mit dem ersten Abzweig geht es dann rüber zu den Brettern und Co. Und geradeaus weiter, und zwar zweigleisig, haben wir hier den Holzverlad. Beziehungsweise das Ausweichgleis, und das dient dann, also beide dienen dann mitunter, dass man hier dann die mit den großen Loks die Wagen hier annehmen können. Beziehungsweise wieder abladen. So war erstmal meine Idee. Wir machen dann beide hier eine große Kurve. Wir werden es dann gleich sehen. Sollte man hier bremsen. Komm. Aber ich glaube, das könnte sich ausgehen. Ja, ein bisschen noch. Okay. Dann tun wir das mal hier entladen. Danke. So, und hier machen wir das anders. Einmal Enter. Einmal Enter. So, dann zeige ich euch mal, was ich hier gebastelt habe. 16 von 100. Also hier werde ich jetzt noch ein paar Mal hinfahren müssen. Das werde ich aber nicht aufnehmen, weil das ist langweilig. Jedenfalls, hier haben wir die Kurve rein. Die habe ich versucht, so weit zu machen, wie es nur geht. Und ich konnte sie halt leider nicht mit dem Ballast hier machen. Ging nur mit dem Stein. Keine Ahnung, wieso habe ich. Ich konnte sie da nicht fixieren. Und dann, hier die Weiche. Und da haben wir engere Kurven. Also hier, die ist fies, das wird was für die Porter hier und hat das zweite Gleis hier rein, wobei das geht hier noch und die enden beide da hinten. Ich habe überlegt, ob wir hier nicht vielleicht einen Anschluss machen, dass wir hier so rüberfahren, so wie ich es in der ersten Staffel gemacht habe. Aber die Kurve noch dahinter finde ich viel zu eng. Also ich mir gedacht, okay, dann wird das einfach hier noch so ein Rangierende und wenn man jetzt hier die Wagen haben will, dann müssen die halt einfach da hinten rausgefahren werden und dann vorne auf das andere Gleis. Irgendwie so. Oder eben, und der andere Anschluss, den ich mir gedacht habe, ist, dass man quasi dann hier so rausfahrt, da nach hinten und dann auf die Strecke kommt. Anstatt, dass man das macht. Das wird jetzt hier nicht so viel ändern, aber dann hätten wir hier ein bisschen so Abstellgruppe. Und der Plan ist ja, also die Hauptstrecke wird ja dann da hinten verlaufen. Dass man dann, also hier von der Hauptstrecke ist es ja so, da haben wir ja hinten die eine Weiche da gehabt. Und dann will ich ja da vorne wieder dieses große Güterterminal machen. Und von dem Güterterminal, also von der Weiche da hinten, gibt es keine direkte Verbindung noch daher. Also hier habe ich mir jetzt zwar eine Weiche hingestellt, weil ich hier möchte ich so ein bisschen Service Center machen. Aber die Hauptstrecke, also die Verbindung zur Hauptstrecke werden dann die zwei Gleise sein, die dann da hinten rausgehen. Und dann, so wie ungefähr bei der Staffel 1 mit der Hauptstrecke zusammenkommen. Das, glaube ich, klingt jetzt ultra kompliziert. Da müsst ihr, glaube ich, nochmal die Staffel 1 angucken. Das ist recht zum Ende, glaube ich.
wo man dann hier vorne zusammen joinen. So, eben, das war der Versuch hier, dass ich hier hinten reinfahre. Also eventuell probiere ich es nochmal mit einem anderen Ansatz, aber erstmal ist es halt nicht verbunden. Ich finde aber, dass... Moment. Dass der parallele Radius hier echt gut gelungen ist. Also das hier ist mit 100 und das ist mit 97. Das hat irgendwie echt ideal passt. Und geht dann hier zusammen. Machen wir zwei Weichen. Eben, wobei die halt eventuell überflüssig ist. Das werden wir noch sehen. Und hier dann weiter. Quasi zur Hauptstrecke. Also nach links. Beziehungsweise, ich glaube, wir machen da wie so ein Y. Links zur Hauptstrecke irgendwie raus. Und rechts dann quasi in das Güterterminal hier hinten. Wenn ich sie dann da irgendwo hin bastel. Da die Hauptstrecke dann vorbei. Ich weiß nicht, was ich zuerst mache. Ah, hier geht es dann schon wieder nach unten. Also viel Platz habe ich gar nicht. Ob ich zuerst hier das Terminal baue. Und dann nach hinten reinfahre. Oder ob ich direkt von da nach da das baue. Das ist wieder mega ärgerlich, dass es hier nach unten geht. Und zwar ganz schön weit nach unten. Ja, ich glaube, der Bauplan wird sein, dass ich da hinten von der Weiche, die wir da hinten gelegt haben, ich erstmal da hier so rausfahre und wie erstmal so ein Gleis ziehe, wie ungefähr die Richtung sein wird und werde es dann hier ausbauen und dann baue ich hier die Verbindung. Also im Y-Format. Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Aber das soweit erstmal zu den nächsten Bauprojekten. Beziehungsweise ich werde jetzt dann noch ein paar Mal hin und her fahren, damit ich Geld habe. Mal schauen, vielleicht haben wir da gerade schon mal eine neue Lok. Und beziehungsweise ich werde mal schauen, dass ich einen Caboose vor allem dann mal habe. Das hätte ich gern. Das ist zwar eine doofe Idee, das dann auch hinten bei der Porto noch hinten ranhängen, noch mehr Gewicht. Aber ich will das Teil haben. Aber ich mache jetzt hier erstmal voll. Weil wenn es hier voll ist, dann kann ich eh nichts mehr Sinnvolles machen. Sprich, die werden jetzt da hinten die Bretter fertig produzieren. Und dann mache ich hier das Teil hier voll. Ich glaube, ich werde mir hier noch einen vierten Wagen holen. Und dann bauen wir hier weiter. Wobei, eine Sache würde ich jetzt gerne mal testen. Geht das jetzt mittlerweile? Ja, mit dem neuen System snappen. Es geht ja mittlerweile. Okay. Das finde ich sehr gut. Wollte jetzt gerade mal ausprobieren, ob das wirklich geht. Gut, das Einzige, was ich jetzt nicht testet habe, ist, ob man dann auch damit mit der Lok reinfahren kann. Aber wird schon passen. Gut, das kommt später. Wir düsen jetzt erstmal wieder retour. Mir gerade eingefallen. Vielleicht mache ich es dann doch hier gerade weiter. Oder mit einer Weiche zumindest. Und mache eine Drehscheibe da vorne hin. Aber dann versaue ich mir jetzt hier die schöne Kurve. Ah, nee, ich glaube, das lassen wir. Wir fahren jetzt mal so wieder retour. Geht ja Gott sei Dank locker flockig. Aber ja, gerne eure Meinungen zu dem ersten Konzept. Und die Frage, ob man das halt hier so lassen. Oder ob man auf der anderen Seite von dem Hügel einfach durchfahren. Aber ich finde es jetzt so gar nicht mal so schlecht. Ist die Frage, wie sich halt die großen Loks drauf verhalten. Wobei, na nee. Also wenn ich das mit dem Porters hier so mache, dann fahren die da eh nie rein. Eigentlich mal ein bisschen Freestyle machen. So, da.
War ohne Mods, aber wirklich den PC nicht. Also jetzt noch vom Styling her, würde ich ja schon sagen, dass hier die Herbst-Edition irgendwie am schönsten ist. Mein Winter hat auch was, aber das finde ich irgendwie am schönsten. Oh, und den Wasserturm müssen wir noch platzieren. Dann können wir hier mal das Wasser nachfüllen. Das habe ich bis jetzt kein einziges Mal gemacht bei ihr. So, da, gehen wir wieder zurück zur Lok. Södele, anhalten. Okay, also. Ups, das wollte ich jetzt gerade nicht. Betriebsgebäude. Wasserturm. Den stellen wir irgendwo da hinten hin. Oder sollen wir den hier hinstellen? Ich meine, wenn wir den hier hinstellen, auf das Gleis. Könnte man mit den großen Loks hier betanken, ohne dass wir da hinten reinfahren müssen. Wobei, wenn dann hier Wagen stehen, müssen wir dann sowieso hinten reinfahren. Wegen am Rangieren. Ach nee, wir machen das da hinten. Sagen, das machen wir in der Nähe. Wenn dann hier eh der Pendler dann ungefähr so wäre. Deswegen, aber ich denke mal, so macht es Sinn. Passt es jetzt vom Abstand? Lass mal dich mal kurz runter. Komm. Mal schauen, ob das dann schön mittig zum Gleis geht. Die Verschwendung. Oh, das ist ja perfekt. Ich glaube, das lasse ich so. Du gehst wieder nach oben. Cool. Das beim ersten Mal. Ja, dann probieren wir das gerade mal mit der Betsy aus. Details. Wir werden da. Wobei. Mache ich jetzt dann auf den Cheats und schieb's zuerst hier rein. Ja, ich schieb die Wagen jetzt erst rein. Ja, hier allein. So, und dich können wir schon mal umlegen. Langsam geht's mit der Strecke. Also, ich muss sagen, abgesehen jetzt vom Umbenennen her, vermisse jetzt gerade das Tool vom Mini-Zwerg nicht wirklich. War vor allem für die Kurven halt sehr, sehr praktisch, aber jetzt war ich nicht so wie ein großer Need. Wie gesagt, ich brauche das jetzt unbedingt. Wir werden hier mal Bremse anlegen. Und, hier sind wir aber falsch.
Wir wollen da nicht in die Richtung. Komm jetzt. Hallo. Dankeschön. Das wäre vielleicht nur was für die Entwickler, die Weichen herschalten. Ich finde es ein bisschen sinnbefreit, das mit linker und rechter Maustaste zu machen. Wie wäre es nur mit linker Maustaste? Ja, ich sehe den Sinn nicht dahinter, dass man da eine Richtung in die andere Taste reinmacht. Ah ja. So, schaffe ich es gerade beim ersten Mal schon perfekt anzuhalten da. Natürlich nicht. Okay, ein bisschen nach vorne. Ja, ich glaube, das muss passen. So, einmal Deckel auf. Und du runter. So. Sieht halt einfach gar nichts. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm mal, auch voll hier? Ach, das sehe ich ja hier drin wieder nicht. Müsste ich ja hier reingucken, ja, genau. Ja, aber nimmt's an. Sehr gut. Bei neu perfekt. Also, wenn man es jetzt noch ein bisschen nach oben macht. Ja, ich glaube, man kann es gelten lassen. Ich glaube, das trifft es jetzt fast. So, und Betsy ist voll. Hat jetzt eh nicht viel Wasser braucht. Dem könnten sie dann ein bisschen schrauben. Ich finde, der Wasserverbrauch von den Dampfloks ist ein bisschen zu gering. So, Holz wäre auch noch nicht schlecht. Cool. Ja, dann sind wir da eigentlich soweit gut bedient. Warte mal, den Stapel schon wieder aufgebraucht. Ich bin da noch ein zweites Mal hingefahren. Aber ja, das reicht. Reicht erstmal für ein paar Vor-Sessions. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die Session. Ich werde jetzt mal ab und zu da mal hin und her fahren. Damit wir hier unten das Sägewerk voll haben. Und wenn das voll ist, dann beginne ich mit der nächsten Bauphase. Und es wird dann unten der Güterbahnhof da sein, den ich da vorher angesprochen habe. Und dann, wenn der steht, dann geht es weiter runter ins andere Tal. Das wird spannend. Aber ja, ich hoffe, das hat gefallen. Und wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.